Ja, Tag auch. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Große Überraschung. Ich bin heute im Stadion und zwar, große Überraschung ist gut. Ihr habt es jetzt wahrscheinlich schon mitbekommen, weil der Watchalong ja gar nicht stattgefunden hat. Ja, Lennart hat mir Karten besorgt, beziehungsweise nicht nur mir, sondern auch Andreas und Francesco. Wobei Francesco hat auch noch von woanders her Karten bekommen. Auf jeden Fall sind wir heute alle im Stadion und ich habe richtig Bock auf das Spiel und ja, wir spielen heute gegen Werder Bremen. Tabellenführer sind wir. Werder Bremen möchte es gerne werden und ja, das wollen wir natürlich verhindern. Ne? Vorzeichen sind auf jeden Fall gut. Wir haben ein Heimspiel, wir haben einen richtigen Lauf, wir haben die letzten 5 Spiele gewonnen. Werder die letzten drei Spiele unentschieden gespielt und deswegen kann da heute auf jeden Fall was gehen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Hier geht auf jeden Fall schon die Party, merke ich gerade, Linkin Park. Sehr gut. Ja, mal gucken. Ich habe auf jeden Fall richtig Spaß, vor allen Dingen mit Lennart mal einen Stadionbesuch zu machen. Ja, gefällt mir. Viel Spaß dabei heute. Boah, mir geht schon wieder einer ab, wenn ich die Arena nur sehe, ne? Bah, geil. Auch geiles Wetter heute. Hammer. Heute fallen übrigens aus bei Bremen Veljkovic, Christian Groß. Nicht zu verwechseln mit der Legende aus Saudi-Arabien. Liebe Grüße an der Stelle. Also, ne? Saudi-arabische Derbys und so. Ihr wisst Bescheid. Und ja, Veljkovic, Toprak und Groß fallen aus. Das heißt, 3 Innenverteidiger bei Bremen fehlen. Das kann natürlich für uns echt eine Möglichkeit sein, da reinzuballern. Aber wir müssen natürlich dennoch aufpassen, weil Füllkrug und Dux, das sind, ja, das sind 2 richtig krasse Jungs. Mal gucken. Heute gibt es übrigens noch ein paar Premieren. Und zwar das erste Mal seit 2 Jahren, dass wieder das Stadion komplett ausverkauft ist. Ja, nach Corona. Das letzte Spiel war gegen Borussia Mönchengladbach. Damals bin ich auch im Stadion gewesen. Ja, endlich mal wieder komplett volle Arena. Endlich, endlich, endlich. Und ich treffe heute auf Andreas das erste Mal. Ja, wir kennen uns ja jetzt mittlerweile auch schon seit roundabout 1,5 Jahren. Aber der Mann lebt ja eigentlich in Amerika. Und wir treffen uns jetzt gleich an der 1000-Freunde-Mauer. So, jetzt mal gucken, wo sie sind. Ich weiß nicht, ob beide schon da sind, aber normalerweise müsste Lennart schon irgendwo stehen. 1000-Freunde-Mauer, falls ihr es nicht kennt, kann man seinen Namen eingravieren lassen. Konnte man, glaube ich, damals, um den Verein auch finanziell zu unterstützen. Genau, ich weiß aber gar nicht, wie es heutzutage ist. So, ich guck mal, wo steckt der denn? Der Kollege. So, jetzt guck mal, wen ich hier hab. Da ist er. Hallo, Glück auf. Andreas. Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört. Genau, genau. Endlich, wie lange kennen wir uns? 2 Jahre, nee. Anderthalb? Anderthalb. 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 Ich könnte den ganzen Tag hier so stehen bleiben. Zusammen Brötchen essen. Lennart, komm bisschen dazu. Liebe machen. Geil! Hallo. 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 Heute geht er ins Stadion. Oh, ich durchdrehen. 90 Minuten Hardcore, echte Gefühle. Echte Gefühle.
bin mal extra nach draußen gegangen, mal so ein kleines Halbzeitfazit zu ziehen. Schalke spielt absolut bodenlos, absolut schlecht. Koitakura ist der Einzige aus meiner Sicht, der heute wirklich auf Touren kommt, und Simon Terodde mehr oder weniger, aber Simon Terodde hat halt nicht getroffen, ne? Und das ist sein Job bei uns. Und scheiße, ne, 2:0 zur Halbzeit. Lass mal sehen, dass wir das in der zweiten besser machen. Normalfall ist Schalke in der zweiten Halbzeit auch besser. Schalke hat es eigentlich immer in den letzten Spielen gehabt, dass sie wirklich schlecht gespielt haben in der ersten und danach noch wieder aufgedreht haben. Allerdings sprechen wir heute über Werder Bremen. Ob es reicht? I don't know. Keine Ahnung. Ich hoffe. Yeah.
da bin ich wieder. Meine Kamera ist zwischendurch. Hat nicht mehr funktioniert. Ja, bodenloser Auftritt heute von Schalke 04. Unfassbar. Echt, boah, ich pack das gar nicht. Also wie man so auftreten kann gegen... Es geht um so viel und wie unsere Mannschaft das so chancenlos war. Ich will denen jetzt gar nicht mal irgendwie einen Vorwurf machen, dass sie nicht gekämpft haben oder so. Kann ich... Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ein 4-1 gegen Werder Bremen muss auf jeden Fall nicht sein. Und das war einfach eine große Enttäuschung heute. Eine absolute große Enttäuschung. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Fuck.